Achso, der hat seine Ware schon verloren. Jo, dann Dank. Guten Tag, Sir. Sprinten. Hier geht's, Webrollen. Sprinten deaktiviert, weil ich wieder zu überladen bin, Digga. Ich kack ab. Oh, wie schön, ich kann sprinten. Deine Fresse. Ich hau dich gleich schon. Digga, ich. Hier liegen überall Leichen. Digga, ich hau dich gleich wirklich, ne? Gehst mir so auf die Nüsse. Kriegt diese scheiß EMP-Dinger ab, Alter, brauch ich nicht. Schmutz. Gibt das Vieh noch? Keine Ahnung. Wesig nicht, hin geht der Blutmord auf. Holy shit, Alter. Tschüss. Nee, ist schlechter. So. Runter von meinem Rasen, du Lümmel. Du kleiner Lümmel, du. Oh, warte, das Magazin. Oh, das schmeckt. Dann kriegt der Junge so geile Sachen und ich krieg so gar nichts. Du kleiner Lümmel. Was war das Magazin? Also der Typ, der kein Schlosserknacken hat, findet die ganze Zeit irgendwelche Dietriche. Ich dreh durch. Ist doch schön. Das Ding hat ja Raketen, Alter! Und Gas! Gas! Musst du eigentlich immer mit dem Flammenwerfer rumspielen? Guten Tag, Sir. Ich hab mit gar nichts rumgespielt. Läuft da an der Scheibe lang. Wo? Ich mag dieses Vieh nicht. Maschinen sind patrouillierend. Hoppala! Vogel. Was glaubst du, wer du überhaupt bist? Ja, glaub ich nicht, wer du bist. Ich werde selbst mal durch, bevor du mit uns erlegst. Keine Ratte. Da war eine Kaffeetasse hier einfach und chillen. Fritz, dieser Scheiß, wie einfach zwei Schrotkugeln, oder? Was hab ich da gerade eingesackt? Ich hab da irgendwas eingesackt mit zwei Sternen. Vielleicht meine Kochkünste. Eine Faustfeuerkompensator. Du bist auch eine Faustfeuerkompensator, Alter. Ein Kompensatormikrofon. Oh Gott, hier brennt ja richtig Luzi in diesem Städtchen hier. Warum muss ich gleich jeden Scheiß im Erzünden? Keine Ahnung. Was Spaß macht. Warum hast du Bock zu sterben? Viel Spaß noch. Wow! Bam, Junge! Hallo, du hässliches Drecksvieh, was hältst du einem? Was hältst du den Schuss aus, du Arschloch? Ich verstehe kein Wort. Ich verstehe ein bisschen was. Aber nicht alles. Bitte, lassen Sie mich in Ruhe. Bitte, lassen Sie mich in Frieden. Und ich würde gerne wissen, was diese Endmunition ist, Alter. Was ist diese Endschrotwindmunition?
N. Flintenlaufmunition, oder? Nein. Mit F und nicht mit N. Gibt's nicht. Auch kein Problem. Darf ich den Panzer fahren? Nee, der Panzer brennt. Egal, komm. Aua, das macht ja Schaden, Digga. Was hast du gesagt? Keine Ahnung, das Feuer kitzelt. Alright. Det låter som ja, elektromagnetisk störning från signalsändaren. Skulle tro att det är något som placerats på själva radiomasten som orsakar det. Beseitige die Quelle der Störung. Tja, Marcel, deine Zeit ist gekommen. Du bist die Quelle der Störung, du musst weg. BAM! Ja, gut, Scheiß. Juckt mich nicht. Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Fahrradfahren. Wenig Fleisch und vor allem. Tausend Bierhaufen! Hinlos von der Zamona wird Verschwör. Pröva Radio nu. Förhoppningsvis så funkar tonet igen. Faust. Also ich bin schon bei kompletter Grünausstattung, was Waffen angeht. Russischer Sprach. Fan, motorn är borta igen. Jag förstod inte allt han sa, men han pratade ryska. Sowjeten försöker få kontakt med oss. Ich hab nicht alles verstanden, Digga. Du hast wahrscheinlich gar nichts verstanden, Alter. Gerade am Ende Deutsch gesprochen. Ja, Schwedisch klingt manchmal ein bisschen wie Deutsch. Ja. Deswegen an manchen Stellen ist Schwedisch nicht schwer zu verstehen, weil es ein bisschen wie Deutsch klingt. Und die verstehen uns eigentlich auch sehr gut, die Schweden. Gibt hier den Treffpunkt der Kirche. Wobei manche Wörter dann schon witzig klingen wie Nickel Piger. Digga, versuch mal Wörter von denen zu schreiben. Nickel Piger zum Beispiel, Digga, das ist. Kann man 3 Y oder so. Das ist gruselig. Vi måste få tag i de där sovjeterna igen. Jag vet inte om jag håller med. Tänk om det är Sovjet som ligger bakom allt. Vem skulle det annars vara? De kanske bara försöker spåra upp de sista överlevande. Men det vet vi inte, Pontus. Tänk om de bara försöker hjälpa oss. Hur som helst, jag tror inte vi har något val just nu. Jag vill köra med en stund i avnämndzeit. Wir haben gerade mal 20 Uhr, wir können noch ein paar mehr andere Sachen noch aufnehmen, weil wir haben genug Zeit. Die Hälfte davon haben wir gefühlt nur im Startmenü rumgehangen. Nee. Das ist eine Lüge. Hier ist er. Saltholmens Bunker. Enligt faxet du hittade, war det alltså hit som skärgårdsborna fördes i säkerhet dag 1. Dag 1. Bunker Saltholmen. Dass diese Scheiße immer so laut sein muss, Digga. Mein armes Trommelflex. Digga, was springt denn deaktiviert? Deine Mom ist deaktiviert, Digga. Hinter der Tür ist einer. Open the door! Open the fucking door! Weißt du, du musst es mir ausgerichtet in den Weg stehen, ne? Boah, tschüss. Komm mal ran hier auf den Meter, Arschloch. Und zum Fick kommt das Vieh überhaupt hier rein und das Vieh hängt gerade ab.
Das Vieh hängt. Das Vieh hängt wirklich. Das hat, glaub ich, aufgehört zu leben. Was hast du mit dem gemacht, Alter? Aufgehangen, das Drecksviech. Ey, wie kommt das Drecksviech hier rein, Alter? Mal am Taschenhalb aus, das ist viel besseres Feeling. Du hast recht. Kein Strom, wir können die Tür nicht aufmachen. Schade, dann kann ich den Gegner da hinten nicht töten. Pack die Shotgun wieder aus. Mach mal Schrot, ne? Mach mal Taschenlampe aus, hat viel besseres Feeling. Ja, das reicht. Jag är inte så säker på att de är kvar. Om vi åtminstone kunde hitta någon ledtråd om vart de har förts. Ledtråd? Auf das Verschwinden der Menschen. Det här är sergeant Johan Andersson vid ledningscentralen Minken. Jag har sett order om att evakuera till Saltholmsbasen och till Fiskeväg på den här sidan. Det följer inte standardrutin. Har ni muntliga order från staben? Kom. Standardförfarande är omedelbar evakuering till fastlandet och vi har tappat all kontakt med staben. Det har också... Vi har fått information. Jag fick veta att något skulle hända för flera dagar sedan. Och nu kom det här angreppet av de konstiga evakueringsorderna. Jag behöver veta... Tydligen är det flera soldater som varit tveksamma till de konstiga order de fick. Försvaret. Betyder det att militären är inblandad i det här, Pontus? Ja, alltså jag vet ingenting om det här, jag lovar. Men det känns som att försvaret visste allt om oss. Våra rutiner, våra kommunikationskanaler och de attackerade inifrån. En olycka med vad då? Någon sorts koma-inducerande gas? Gas? Det låter jättekonstigt. Digga, was war da gerade drin? Keine Ahnung. Ein Rotpunkt. Oh, geil, Digga, bin ich dabei. Auf was packen wir das? Auf die Shotgun. Nope. Oh, ist auch noch ein grüne. Oh, geil, Digga. Eins, das funktioniert. Wir sind Stürmer, wir stürmen ab sofort überall rein. Du ja, ich nicht. Sömngas. Varför skulle försvaret ta in i en skyddsbunker full med människor? Är det därför alla är försvunna? Gasflaskorna levererades den 10:e. Men det är ju samma dag som allt gick åt helvete. Leverans-ID FNIX. Vad tusan betyder det, Pontus? Ingen aning tyvärr. Det kanske är ett kodnamn på operationen. Men det har någonting att göra med allt det här. Det är jag säker på. Så alla var verkligen på plats i bunkern. Men våra egna militärer smugglade in flaskor med sömngas och fick dem att falla i koma. Jag kan inte tro att det är sant. Fan, jag är jätteledsen, Therese. Jag vet ärligt talat inte vilken roll militären har i allt detta. Oh, guten Tag, Sir. Was haben wir bisher aus den ganzen apokalyptischen Filmen und Serien gelernt? Richtig, vertraue niemals der Armee. Die Armee ist Schmutz. Die Armee macht ihre eigenen Pläne. Die Armee ist ihr eigenes Team. Die weiß mehr, als sie wissen sollten. Aber das ist wahrscheinlich so ein Selbstdeletungsplan der schwedischen Armee gewesen. Und die Russen sind ja ausnahmsweise mal nicht die Bösen. Aber das sollen wir wahrscheinlich noch denken, am Ende waren es doch die Russen. Wobei, warum sollten die uns anfangen? I don't fucking know.